Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Bitwalker. Willkommen zu einem Tutorial und zwar zu einem Problembehebungstutorial. Ich nutze ja zum Streamen, wie ihr seht, Streamlabs OBS und seit nicht allzu langer Zeit die Avamedia Live Gamer Ultra GC553 nennt sich die. Eine Capture-Karte, eine externe, die es ermöglicht, 4K, HDR, alles drum und dran durchzuschleifen, um eben auf der Xbox, wie ich spiele, mit voller Qualität zu spielen und trotzdem streamen zu können. Das kann ja die Elgato leider nicht. Gut, wie dem auch sei, ich habe oder hatte seitdem das Problem, dass ich einen Audio-Desync hatte. Immer wieder mal. Nicht nachvollziehbar wann. Noch einer Stunde, noch eineinhalb Stunden, noch zwei Stunden, war plötzlich der Spielton nicht mehr synchron mit dem Bild, was man sieht. Ich habe hier ein Beispiel, weil ich habe es jetzt einmal erwischt. Ich habe es jetzt echt einmal erwischt, habe gesehen, da ist es jetzt genau passiert. Und ich muss mich muten, aber achte einfach darauf, der Hintergrundton ist schon mal relativ leise, weil wir gechattet haben auch. Aber vielleicht könnt ihr es hören, dass irgendwann einmal, also kurz nach dieser Szene oder kurz davor, dass der Spielton weg ist und dann seht ihr das. Ich schalte mein Mikro mal, ich mute mich einmal, damit das nicht rückkoppelt. Moment, hört euch das Ganze mal an. It does not control me. Dann ist mein Ulti gleich fertig. Das ist eine Zone, die Zone ist schon stickel. Geh weg, du bist hin. Du bist wie lange lang schaffe ich es? Wie lange träume ich? Wie lange träume ich? Oh. Ich glaube, ihr habt es gesehen. Plötzlich war der Ton weg, so 4-5 Sekunden. Plötzlich war er dann wieder da und ist einfach verzögert ganz normal wieder weiter mitgelaufen. Ja, ich habe lange gesucht, habe viel gelesen, was das Problem sein könnte und jetzt auf Reddit bin ich dann auf eine Lösung gestoßen, die ich euch auch mitteilen will. Und zwar ist es so, dass die Video Capture Karte normalerweise, also so habe ich halt immer gemacht, konfiguriert war, dass man sagt, das ist über die Live Game Ultra und Audio Output Methode Capture Audio Only und Using Custom Audio Device. Und da habe ich gesagt, eben HDMI Live Gamer Ultra, das war das Audio-Device, wo es einfach auch den Ton geliefert hat, neben dem Bild. Ja, ist ja klar. Funktioniert aber nicht. Ja, das war eben die Variante, die nicht funktioniert. Die Lösung ist ein bisschen komische vielleicht, oder vielleicht sogar für euch normale, für mich war es was Neues. Ihr müsst ein neues Mikrofon konfigurieren. Ich habe hier ein neues Mikrofon konfiguriert, Gamecatcher Audio. Das wird auch hier angezeigt. Und dann mal auf die Einstellung schauen. Und hier, also das Mikrofon nimmt den Ton von der Live Gamer Ultra auf. Ja? Und spielt es dann ein. Also im Prinzip ist die Game Capture Software jetzt das, also das Game Capture Hardware und der Input das, was das Bild liefert. Und der Ton wird über ein Mikrofon geliefert, was befeuert wird, auch von der Game Capture Ultra, Live Gamer Ultra, irgendwie GC553. Ich habe keine Ahnung, warum das jetzt anders ist, warum das jetzt funktioniert. Ich weiß es nicht, ich kann euch nur sagen, ich habe dann gestern wieder gestreamt, das ist schon mehrmals probiert. Ob da zum Beispiel einen Stream, der knapp 2 Stunden lang ist, ob da hören wir ganz zum Schluss rein, einfach zur Bestätigung, dass es funktioniert. Dann muss ich aufhören. Das sind 3, also kommt das Quad, vorsichtig. Sehr schön. Ja, ihr habt gehört, nach 2 Stunden 12 Stream hat es trotzdem noch einfach geklappt. Also so lange hat es sonst noch nie geklappt. Es kann natürlich sein, dass man sagt, wenn ich 3 Stunden streame, kommt der Fehler wieder. Aber wie gesagt, ich habe es auf Reddit so gelesen und da hat eben auch einer von Avamedia gepostet, also ein Mitarbeiter nehme ich an, hat eben es empfohlen, das so zu machen. Frage an euch. Habe ich von Haus aus falsch gemacht und deshalb ist das Problem gewesen? Habt ihr auch dasselbe Problem und das Ganze hilft euch jetzt? Bitte einfach ein bisschen um Feedback, damit ich weiß, ja, wir sind richtig an oder ich muss noch ein bisschen weiter forschen. Danke fürs Zuschauen, ich hoffe, das Ganze hat euch geholfen. Bis zum nächsten Mal, bitte euch, euer Bitwalker und tschüss.